Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Schaut euch mal an, wie schnell die Gargoyles runterkommen, und ich sollte hier ein Video machen, wo ich ein paar Gargoyles töte. Immerhin habe ich jetzt mal die Quest geschafft, nach ungefähr zwei... Ja, eine Stunde, okay. Aber es fühlte sich wie zwei oder drei Stunden an, und ja, mit eines der schlechtesten Events, die ich hier in Regnum gesehen habe. Ist echt nicht gut, weil es sind einfach immer viel zu viele Leute da. Und die Gargoyles, die spawnen immer nur 15 Minuten, alle 15 Minuten oder sogar alle 30 oder 45 Minuten oder so. Weil irgendwie manchmal das nicht geht, dass man, ja, da steht 2000 von 2000, aber es werden 15 Minuten keine Gargoyles getötet. Also scheinbar spawnen die wirklich nur all 3, 4 oder 5 das Mal. Völlig verbuggt, völlig langweilig. Die Rewards sind zwar gut, aber das ist nur so ein, ja, ungefähr so, ja, 6-7 mm, was ich jetzt geschafft habe. Dafür habe ich am Strand gelevelt, die Tage. Also es, ja, ist gar nicht mal so viele Tage gewesen jetzt, oder? Und bin schon 46, fast 47. Es geht eigentlich schon, aber ja. Für mich hat er immer noch zu langsam. Deshalb gehen wir jetzt mal, denke ich, in die Warzone. Es ist gerade Invasion. Und probieren einfach mal zu heilen, weil ich habe es jetzt noch, ja, seit ungefähr 4 Jahren, ja, 6 Jahren nicht mehr gemacht. Ich habe ja damals eine gehabt im Reich Syrtis. Die Heilerin Monika hieß. Und damals war ich sehr beliebt in einem Clan, der irgendwas mit Déjà-vu, genau, der Clan heißt, hieß Déjà-vu. Ich hoffe, der existiert noch, aber ich glaube eher nicht. Auf Süd, auf Ding Valhalla. Also, da sind ja viele Clans auch aufgelöst worden. Ja. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mit dem Heiler, mit einem neuen Clan. Wie heißt der Clan? Blue Beat. Blaues Gras. Ja, wieso nicht? Hilft gegen die Gargoyle-Pest. Ja. Also zuerst mal Heilungssicht. Vielleicht gehe ich mal Massenwiederbelebung. Ich werde wahrscheinlich viel wiederbeleben müssen. Das werde ich nicht machen. Selbstheilung. Das hier. Lebensrette vielleicht noch. Also aber nur 20. Ah. 20 maximale Gesundheit oder 20 nur geheilt? Ja. Ne. Ich werde mal zuerst die Buffs. Und hier werde ich wahrscheinlich auch nur die defensiven Buffs nehmen und so. Ja, es hat eine mega lange Abklingzeit. Hier auch. Ja, ich muss zuerst helfen, also ja, lernen wieder, wie. Ja, Mann, ich finde die Buffs einfach nicht gut. Also, ist nicht so hilfreich, wie ich jetzt sie einsetzen möchte, oder? Hm. Also vor allem hier mal. Ich mache mal Mana Pool, weil ich wahrscheinlich sehr wenig Mana haben werde. Ja. Also Mana entziehen ist sicher auch gut für einen Low-Beschwörer. Und Mana Brand. Ja, Mana können die Spiele auch gut haben. Ah, hier sind die Defensiven. Also dann mache ich mal das weg, weil ich möchte jetzt nicht immer den einzelnen verbinden. Da irgendwie den. Ich möchte mich auch noch selber schützen können. Und vor allem einfach ein paar
Ja, wieso nicht sauber? Geschwindigkeit, Dauer reduzieren. Ja, machen wir da einfach die Schilde. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden, also das ist schon schwer. Machen wir das mal so. Die ganz außen. Binden, regenerieren. Magische Barriere natürlich am Anfang. Die Wand, die Schilde. Ich habe den anderen nicht. Was ist jetzt der andere? Ah, es ist passiv, okay. Bin ein bisschen noch verwirrt von den vielen Zaubern. Da ist er, okay. So, ich denke mal, das sind alle. 2, 4, 6, 8. 4, 2. 4, 6, 7. 8, 9, einen haben wir vergessen. Was haben wir denn vergessen? Synergiebildung. Also. Wenn man alleine zockt, ist es einfacher, aber wenn man jetzt ein Video macht, dann möchte man natürlich nichts falsch machen. Und ja. Also voll defensiv. Ganz weit weg sein von den Gegnern, wenn es geht. Ja, einfach mal ein bisschen farmen, mal schauen, wie es ist. Wir haben einfach die Invasion jetzt so langsam ein bisschen verpasst. Das ging so schnell. Wir haben wirklich alle drei Checkpoints sofort erobert. Ich war damals immer noch am Gurgur sammeln. Übrigens gibt ein paar Tipps. Also ich könnte ein paar Tipps geben für die Leute, die noch farmen wollen. Es farmen wirklich sehr viele noch. Ich weiß nicht, wieso die das farmen. Weil Magneten gibt es, glaube ich, nur drei und das geht ja recht lang, bis man parkt. Ja, okay. Wenn man Level 60 ist, nicht. Ich denke, die, die Magneten gieren wollen, die machen das noch. Könnt ihr gerne mal sagen, wie ihr dazu steht, ob ihr die Events macht oder nicht. Und ob ihr auch besser wollt. Ja. Aber es ist gut, dass ich so schnell vorwärts gekommen bin. Das hat mich motiviert. Nur eben, es ist halt einfach langweilig. Wie geht nicht mehr. Und jetzt möchte ich eigentlich nur noch Boss und Schlachten machen. Oder einfach auch ein bisschen farmen. Items farmen. Ob ich jetzt AX, also den Drop Boost einsetze, weiß ich nicht. Ich glaube eher erst so ab Level 58 oder so, um überhaupt irgendwas zu bekommen. Aber dann möchte ich doch lieber Lootboxen öffnen. Weil da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit tausendmal höher, dass es etwas Gutes dabei ist. Ja. Aber ja, ich habe ja 50.000 oder 48.000, glaube ich, noch. Und das reicht für viele Lootboxen. Bis dann werde ich einfach farmen. Ganz normal an Monstern farmen. Und leveln und Boss und Schlachten machen. Und auch mehr Videos hochladen. Ja, es farmen, also die farmt jetzt zum Beispiel auch. Es farmen extrem viele. Man sieht es einfach, dass sie nicht auf den Reittieren sind. Die gerade ja gar Google gefunden haben zum Beispiel. Also der Igniswall wird jetzt erst angegriffen. Nach 9 Minuten, glaube ich, das heißt, ist es eine 30 Minuten, glaube ich, 30 Minuten. Ja. Und das heißt, also wir sollten jetzt nicht dorthin gehen, weil die Eisen wahrscheinlich keine Chance haben, überhaupt ins Reich zu kommen. Ja, ich glaube, ich komme bei den Türen mit meinem Beschi nicht so gut durch. Sollten vielleicht hier im Reich bleiben, also im Zonen, Warzone. Und mit anderen mitgehen. Und feindliche Knochen habe ich noch nie benutzen müssen. Ich habe so viele schon gesammelt. Ja, kann ich auch aufhören zu sammeln.
Ja, der Osama Bin Laden ist da. Ja, sonst nur zwei. Okay, alle sind am Farmen. Ja, gut. wir haben Trelleborg. Okay, nicht. Was sollen wir tun? Ja, wenn man nicht so eine Community hat, wenn man so wenig zockt. Und meistens halt wirklich am Abend nicht zocken kann, wenn die Leute da sind, wirklich. Das ist ja blöd. Also ich bin halt echt meistens mit Kollegen am, zum Beispiel GTA Online zocken. Oder am Minecraft-Server-Vorstellungen machen, dann kann ich nicht an Downtime, an wirklich der Zeit da sein. Das ist das Blöde. Ich werde wirklich schauen, dass ich das wegmachen kann. Wow, einer! Hä, wie geht denn der? Der Wall ist doch gar nicht. Das ist ein Bug wahrscheinlich. Also, wir machen kurz die Quest, damit wir wieder einen Platz frei haben. Bei der Questliste, oder? Und schauen, dass wir die fünf Igen töten können. Und sie müssen wir auch noch töten. Einfach mitteilen, dann werden sie automatisch getötet. So. Ja. Gut, der Markt heißt so. Und dann wieder zurück. Ja, sicher. Cicetto. Ja, wir haben nichts los heute. Also jetzt halt in diesem Part, weil es ein bisschen früher ist. Deshalb gehen wir jetzt halt einfach die Quest noch abgeben. Und ja, ich werde immer wieder kürzere Videos machen, wenn nichts los ist, gell? Nicht wundern, dass ein Part nur, ja, 10 bis 20 Minuten geht. Aber je nachdem, ob es viel los ist oder wenig, werde ich dann einfach so Parts machen. Ich kann ja mal einen 60-Minuten-Part machen oder so, wenn wirklich viel los ist. Aber das geht halt echt auch auf die Upload-Dauer. Und ja, das ist halt schon, je nachdem, ein bisschen blöde, wenn dann wirklich nur ein Part pro Tag kommt, weil ich noch am Arbeiten bin jetzt bald. Ja, ich werde wahrscheinlich sogar einen guten Job machen können. Oder eine Ausbildung. Und deshalb möchte ich da eigentlich schon 8 Stunden können arbeiten. Ich kann dann immer noch ungefähr 8 Stunden Videos hochladen. Weil ich ja nicht früh ins Bett muss. So eine Rechnung wird es wahrscheinlich nie das Ende, also nie das Ende. Es wird wieder täglich 1 bis 2 Parts geben. Bald. Wenn wir dann größer sind und auch mehr Motivation wieder haben. Aber dass jetzt wirklich längere Zeit keine Parts kommen, wird es nicht geben. Ich bin immer noch dran an der Rechnung, auch wenn es mir auch nicht so viel Spaß macht. Gerade. Ja, es macht mehr Spaß, als es weniger Spaß macht. Ich bin halt nicht so verwöhnt. Ihr merkt es wahrscheinlich, dass ich überhaupt nicht mehr ja, verwöhnt bin. Halt ein bisschen manchmal meckere. Und dann gleich irgendwie Probleme bekommen, muss ich jetzt auch nicht. Da sind die Entwickler eigentlich selber schuld, dass sie einen Supporter verloren haben. Aber ihr müsst einfach auch mal bedenken, dass man auch mal richtig kritisieren muss. Die Entwickler oder halt Supporter, die ändern sich nur, wenn sie wirklich auch verlangt werden. Und in Regnum werden die Entwickler nicht verlangt. Da es ja in der Zeitung für 6 Monaten kein Update mehr gegeben hat. Und auch die Supporter, die müssen ja nie kein Spiel bannen. Ihr tut ja keine Spieler melden. Oder es passiert halt auch nicht viel. Also ihr könnt es gar nicht melden. Oder? Deshalb müsst ihr anfangen, auch selber mal ein bisschen mutig zu sein, selber eure ja, Sachen zu sagen, aber es nicht zu übertreiben. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu übertrieben und gesagt habe, das Event ist halt mega schlecht. Also es ist halt überhaupt ja, zu viele Spiele, zu wenige Monster.
Und das haben die Entwickler wahrscheinlich überhaupt nicht gemacht, weil sie gedacht haben, ja, dann müssen wir noch aber hunderttausende Megagoos bauen und das wird das Spiel überlasten und so. Und haben mich halt rausgeschmissen. Ich bin nicht gebannt, weil ich immer wieder joinen kann. Ich kann es immer wieder anschauen. Aus dem Discord-Chat, Taverne und so bin ich nicht gebannt worden. Aber wahrscheinlich gekickt worden. Wahrscheinlich werde ich gar nicht mehr angezeigt in der Liste. Aber ich kann immer noch alles anschauen. Das ist irgendwie bei Discord auch ein Bug. Oh, wir müssen nach BK. Glaube. Und ja. Also, ja, ich weiß nicht, was die Entwickler genau wollen. Die machen irgendwie etwas komplett falsch, aber auch irgendwie gut. Sie machen es einfach extrem komplett falsch und extrem komplett gut in ja, 50 zu 50 oder 70 zu 30 oder so. Aber mal ein bisschen sich konzentrieren, mal ein bisschen Intelligenz, mal ein bisschen Arbeitswillen zeigen. Nee, machen Sie nicht. Es ist so schade. Es ist echt schade, dass das Spiel einfach weiterlebt, weil die Spieler es wollen. Aber die Entwickler nichts machen und deshalb irgendwie stirbt. Das ist irgendwie so zombiehaft. Das ist gar nicht viel los. Es ist eher eine Art, ja eben, eine Scheinwelt, wo ihr einfach irgendwie den Spaß sucht. Ja, es ist ja nicht so laut. Also ihr hört es wahrscheinlich gar nicht, aber ganze Zeit vor meinem Zimmer. Ja. Gut, da haben wir noch eine Quest. Ja, jetzt haben wir ungefähr dreimal so viele XP bekommen durch eine Quest als durch dieses Event. Komisch. Oh nein, das ist diese schwere Quest mit den Forts. Mist. Okay, heute noch. Diese Quest. Ob wir es schaffen? Ja, wir nicht. Ja. So. Dann jetzt nach Herbert. Ja, so ungefähr da bei Alga. Oder ist es nur die Quest, wo man da zu einem Speer muss? Ich glaube, das ist nur die Quest, wo man zum Flussufer, ja. Also nur zum Flussufer gehen muss. Es sind wirklich viele Spiele online, die Ding machen, das Event. Denke ich mal. Aber das haben die Entwickler auch nur auch so ein bisschen. Ich habe ja damals gesagt, es sind zu wenig Spiele online. Und dann waren ja keine Events da, nur XP-Events. Und ja, dann kam ja noch der Karneval, dann endlich irgendwann mal nach 2 Monaten. Und ja, diesen Rei Momo. Also eben, das ist das Karneval-Event. Und ab dann gab es jede Woche ein Event, sogar ganze Woche. Also ganze Woche, ganze Woche, ganze Woche, ganze Woche. Dadurch sind ganz viele Spiele wieder online gekommen, weil es endlich wieder Events gibt. Oder ja, ziemlich oft Events gibt sogar. Aber ich glaube, die Spiele sind alle nicht, ja, so, Ding motiviert. Also, wenn, dann machen sie die ganze Zeit Grinds, weil sie es müssen. Aber so richtig irgendwie den Spielspaß zu sehen, sehe ich nicht. Sondern einfach diesen Greed. Ja, sie wollen unbedingt alles abfarmen und so. Und deshalb ist das Event ja auch so schlecht. Und wo sind die 13 Gargoyles? Ich weiß wo. Es gibt eine Zone, wo niemand drauf geht, weil man Fallschaden bekommt. Man bekommt Fallschaden. Man läuft. Kommt fast nicht hoch. Und dann ist man auf einer Plattform. Und diese Plattform, ich sage es jetzt einfach, weil ihr denkt wahrscheinlich, wo es sein könnte. Hier ist eine Mauer, also ein Tor. Einfach hier drüber gehen, hier sind die Gargoyles. Und die waren nie da. Ich habe sie immer gefarmt, deshalb habe ich überhaupt jetzt auch 10 geschafft zu killen. Wow, ich bin so talentiert, weil ich keine Zeit investieren kann. Ja, okay. Gut, nächstes Thema. Ich habe euch wahrscheinlich wieder gut geholfen. Ne?
Ja, ich kann halt wirklich auch ein paar Sachen raussuchen, die niemand kennt. Ich habe zum Beispiel letztens einen Bug entdeckt, der extrem broken ist, wenn jemand das herausfindet. Ich sage jetzt nichts, genau aus diesem Grund. Sonst wird jeder Spieler andere freezen können. Die müssen sich ausloggen und wieder einloggen, um überhaupt etwas machen zu können. Man kann wirklich Spieler festfriesen. Aber wie das geht, was man dafür machen muss, welche Klasse man braucht, sage ich nichts. Aber sage einfach so etwas, ja, baba. Aber gut, ich habe gesagt, ich werde den Entwickler nicht mehr unterstützen. Ich lasse es für mich. Und ja, tu einfach Werbung machen über YouTube-Video, ohne Werbung überhaupt zu zwingen. Also, ja. Es gibt wirklich einen Bug, der euch jeden Spieler friesen lässt. Die können nichts machen, bis sie sich ausloggen und wieder einloggen. Ich habe sogar getestet. Dankeschön für das Helfen. Lieber, ja, sag mal den Namen nicht. Weil sonst fragen dich auch alle. Ja, du weißt es ja, wie es geht. Also, denkst du, es wird es gehen. Ja. Ist halt blöde, aber Bug-Using sollte man nicht nutzen. Bin ja auch gegen Modder und alles Mögliche. Es gibt relativ viele Botter wieder. Das merkt man einfach, dass sie immer zu zweit unterwegs sind. Meistens nicht heilen können. Also sehr schlecht heilen. Also der Bashi heilt immer sehr schlecht. Und der eine Kämpfer, der tut Fähigkeiten immer gleich einsetzen. Also die ganze Zeit Schutzschild, dann Ding, einen Attack, also einen Stun-Zauber und dann einen Tech-Zauber. Und das in relativ langsamer Reihenfolge. Und das macht niemand. Ist das Schutzschild? So, das muss ich natürlich noch austauschen. Jetzt. Ja, wir müssen nach Algros hoch. Nein, ich hab's nicht geschaut. So viel Redner. Ich habe irgendwie das Gefühl, in Regnum tue ich mich manchmal auch gar nicht konzentrieren. Aus irgendwelchen Gründen konzentriere ich mich nur aufs Reden oder so. Ist mega irgendwie peinlich. Also ist für mich nicht so toll, wenn man jetzt ja, Quests nicht merkt, wo die hingehen. Ich muss mehr auf die roten Zeichen schauen. Ich dachte, da muss man nur kurz reden und dann wieder zurück. Oder war das eine spätere Quest dann? Man muss sie auf jeden Fall, glaube ich, nochmals zu diesem Scout hingehen. Ja, wir werden jetzt in den nächsten 2 Minuten wahrscheinlich sterben. Ja, ich muss sowieso zurück. Ich lasse mich töten, aber von Monstern. Und ja, die Quest muss ich ja nicht mehr zeigen. Die habe ich schon oft genug gezeigt. Einfach ein paar Parts mit dem Jäger zurückgehen. Ja, eher mit dem Barbar damals, wenn ich mal wieder angefangen habe. Auf Level 49 sozusagen. Und, ah, das ist blau. Ja, und jetzt? Herbert. Also, dann töte ich mich jetzt. Und für euch, Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön für den Support, egal wie. Kommentare schreiben nicht vergessen. Mich ein bisschen motivieren. Oder euch ein bisschen motivieren, indem ihr ein bisschen etwas fragt oder ja, ein bisschen mit mir spielt zwischendurch und so weiter. Gut, dann Klippensprung. Drago Basler, der Klippenspringen. Schwinge. Oh. Ah, da unten. Nein, das ist ein Tor. Okay, ich dachte schon, sie seien diese fehlenden. Ah, jetzt sind es sowieso null. Okay. Gut. Dann Dankeschön fürs Schauen. Ja, nochmals. Minus 10, ja, das geht noch. Das ist das Maximum. Und ich spawn immer hier. Wieso spawn ich immer hier? Hä? Jetzt bin ich ja manchmal eher hier gespawnt. Ist hier noch Tageszeit oder so? Komisch. Tschüss.